Moin YouTube, willkommen zu einem, oder eher gesagt zum ersten Opening auf meinem Kanal. Und zwar habe ich heute für euch den Yu-Gi-Oh! Adventskalender aus diesem Jahr. Und ich werde es so machen, ich war lange am Überlegen und ich werde es so machen, dass ich jeden Tag ein Türchen aufmachen werde und am Ende dann nochmal kurze Zusammenfassung, wenn ich alle geöffnet habe. Dann würde ich mal sagen, ich zeige euch den, dann mache ich jetzt erstmal einen kurzen Cut und zeige euch den dann kurz mal komplett. Da seht ihr ihn. Good Boy. Hier vorne mit dem Geistertrick. Schön. Auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal ein Geistertrick-Monster. Dann machen wir den mal auf. Auf geht's. Ich nehme Gott mal weg. Und Schirm ist auch am Start. Gucken, dass wir den nicht killen. Genau. Deswegen werden heute halt Stürchen aufgemacht. Ich weiß, ob ich das dann direkt am ersten machen soll. Da haben wir einen guten Boy. Machen wir mal ganz auf. Nochmal kurz Verteilung. Wir haben 17 Super Rares und 7 Ultra Rares. Da haben wir am ersten Türchen die Zeremonieglocke. Stufe 3 Licht vom Typ Hexer. Artikel 0, 1850 Verteidigung in Super Rare. Und der Effekt: Kunde. Beide Spieler müssen mit vorgezeigter Hand spielen. Wenn man das erkennt. Fokus. Nein. Okay. Ich denke mal, da sind Karten drin, einfach her, die zu Weihnachten passen. Deswegen ist die wahrscheinlich drin. Ja. Alte Karte. Das sieht man auch an den Verteidigungswerten. Dann machen wir das nächste auf. Ich weiß jetzt gerade kein Deck, wo man die Karte spielen kann.
Zum zweiten haben wir eine Kiste voller Freude. Ne, Freunde. Stufe 1, auch Licht. Maschine, ATK und Verteidigung 0. Kann man mit Maschinenkomplizierung benutzen? Aus welchem Set war die? Weiß ich gerade gar nicht. So, was kannst du denn, falls diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird? Du kannst ein normales Monster mit unterschiedlichen Namen, der ATK oder Defen. Wir sind 8-2 normal. Als Spezialbeschwörung von deinem Deck in die offene Verteidigungsposition beschwören. Aber sie können nicht als Synchromaterial verwendet werden. Zusätzlich werden sie während deiner nächsten Endphase-Sasche, du kannst diesen Effekt um Kis eine Kiste voller Freunde oder einmal pro Spielzug verwenden. Okay. War so schlecht. Was für ein Deck könnte man die denn spielen? Welche normalen Monster haben denn 0 Death? Warte mal. Die könnte man doch. Oder wurde. Dinos, glaube ich. Weil ich meine, die Dinos, die haben auch 0 Death, wenn ich mich nicht täusche. Und man kann sie dann mit Maschinenduplizierung dann nochmal holen. Also die ist für. Kann man gut für Link Please benutzen. Ist eine gute Karte. Gott. 7 Minuten schon, Freunde. Ich nehme die 3. Da haben wir. Ah. Covermonster von vorne. Geistertrick Peterchen Frost. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen werden. Es sei denn, du kontrollierst ein Geistertrick-Monster. Ich glaube, es gibt ein Geistertrick-Monster oder zwei. Keine Ahnung, wie viele, die man normal beschwören kann. Die anderen, aber nur wenn man einen Geistertrick be kontrolliert beschwören. Einmal pro Spielzug. Du kannst diese Karte in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Wenn ein Monster deines Gegners einen direkten Angriff deklariert, du kannst das Monster des Gegners in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Und falls du dies tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand in die verdeckte Verteidigungsposition. Interesting. Ist auch Finsternis Stufe 1 wieder, 800 ATK und 100 Def. Einser halt, ne? Super rare. Ich glaube, das Deck ist nicht so gut, aber schon eine nice Karte eigentlich. Und alle erste Auflage. Yeah. Also kann man das quasi als Landtrap, eine Landtrap so als Anti-Block-Karte, Angriffsblock-Karte benutzen wie den Kampfausblender. Ich leg's mal zu den coolen Karten. So. Vorletztes Türchen. Da haben wir. Den zweiten Kollegen, Geistertrick Yeti. Ich will das halt wirklich so aus, dass der jetzt hier voll cute. Stufe 3 Finsternis Zombie 300 ATK 2000 Def. Softisch. Auch von dem Geistertrick-Thema.
nebenbei, ich glaube, also der wohl schon mal als Ultra Rare in einer dieser Deluxe Editions, Special Editions, Deluxe Editions, also das, es gab ja eher Special Edition, dann Super Edition, glaube ich, dann Deluxe Edition und jetzt wieder Special Editions. Oh, Duelist Alliance oder Next New Challengers, in einer von den beiden war die Karte als Promo. Nur zur Info. So, Geistersekretär. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen werden, es sei denn, du kontrollierst ein Geistertech-Monster. Ja, wie gesagt. Wie bei ihm hier. Einmal pro Spielzug. Du kannst diese Karte in die verdeckte Verteilposition ändern. Ich glaube, das haben auch alle. Wenn diese Karte aufgedeckt wird, du kannst ein Geistertech-Monster auf dem Spielfeld wählen. Es kann in diesem Spielzug weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Ja, das Deck ist jetzt nicht so stark. Effekt ist gar nicht so schlecht eigentlich. Kann ein Monster schützen. Aber es gibt ja auch mittlerweile Monster, die sich selber schützen können. Oder halt welche, die mehr gleichzeitig schützen können. Bin eigentlich ganz cute vom Artwork. Aber ich würde so nicht so coolen Karten erstmal legen. Also, ihr könnt ja dann mal in die Comments schreiben, ob ich, wenn ich immer ein Türchen geöffnet habe, dann normale Karten zeigen sollen, die auf den coolen Stapeln, nicht so coolen Stapeln liegen, ob ich die dann am Ende dann immer zeigen soll. Also, bei dem Video, hier auf. Also bei dem wir dann nochmal machen. Aber ansonsten schreibt das in die Ko also am Ende, wie gesagt, wenn alle offen sind, mache ich nochmal ein Fazit dazu. Und jetzt halt zeige ich dann später nochmal kurz, welche cool sind, welche nicht so cool. Aber bei anderen, ja. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt das dann in die Kommentare. So. Beim fünften Türchen haben wir die Eiskönigin. Hallo. Wasserstufen. Stufe 8. Zahlungsnamen. In Zahlungsname. So, jetzt. Wasser. Hexer. 2900 Punkte und 2100. Okay, was kannst du? Kann nicht als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen werden. Okay. Wenn diese offene Karte, die du kontrollierst, zerstört und auf deinen Friedhof gelegt wird, du kannst einen Zauber in deinem Friedhof wählen, füge das gewählte Ziel deiner Hand hinzu. Du musst drei oder mehr Hexer kontrollieren in deinem Friedhof haben, um diesen Effekt zu aktivieren und aufzulösen. Kann recyceln. Also ich glaube, die kam in der Legendary Collection, gab's die mal. Ich glaube auch als Super, wenn ich mich erinnere. Ansonsten weiß ich gerade nicht, aus welchem Set die ist. Ich würde es erstmal zu den coolen Karten, glaube ich, legen. Also, wie ihr die Karten findet, eure Meinung zu jeder, könnt ihr dann auch immer
in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, ich würde wirklich erstmal zu den Kohlen legen. Ja. Dann kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Wie gesagt, haben wir halt jetzt 5 aufgemacht. Deswegen bei nicht so coolen, da haben wir aus dem ersten Türchen die Zeremonienglocke. Okay. Dann aus dem vierten haben wir den Geistertag Yeti. Oh, der ist cute einfach. Also ich weiß, dass er als Kamen rauskam. Ich glaube, die auch. Nebenbei. Hier. Das ist nicht der erste, der gedruckt, also herausgebracht wurde von Konami. Das ist der dritte. Bevor ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich sogar die anderen beiden tatsächlich auch. Das war der 5D-Kalender und der 6. Und ja, dieses Jahr kam jetzt der raus. Falls ich die irgendwo nochmal ranbekomme, ich glaube, ich würde dann mal so ein Kalender-Opening machen, wo ich glaube, ich dann mal alle 3 so öffne. Falls ich mal die anderen, den nochmal, also den nochmal bekommen und die anderen beiden. Dann bei den coolen Karten haben wir aus dem zweiten Türchen eine Kiste voller Freunde. Ich glaube, die kann man in den Dinos spielen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Dann haben wir den Geistertrick Väterchen Frosch. Hallo. Und die Eiskönigin. Wie gesagt. Ich glaube, die kam Originalset auch super raus. Entweder war Super Rare oder Kamen, ich weiß gerade nicht. Also der war Kamen und kam dann in der Super Edition oder Deluxe Edition als Ultra raus, das weiß ich. Und die meine ich gab es in der Legendary Collection 2 oder 3. Ich glaube 2 kamen die dann als Super Rare Nummer. Aber das Originalset kann ich gerade auch nicht sagen. Ja, lol. Das waren jetzt die ersten 5 Türchen. Kann ja kurz nochmal so nach der Reihenfolge sortieren. Na, Glocke. Komm ins Bild. Hier will ich den. So, das waren dann. War das Opening dann? Wie gesagt, also ihr könnt dann jetzt, also dann die nächsten Tage wird es dann jetzt jeden Tag dann Opening geben von Türchen, falls ich mal eins nicht schaffe, kommt das dann am nächsten Tag dann auch, mache ich das dann mit dem anderen zusammen auf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt die Idee, dass ich halt jeden Tag dann eins aufmache und dann am Ende nochmal so kurze Zusammenfassung gebe, meine Meinung so zu den Ländern, was so cool war, was nicht so cool war. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, ansonsten, das war's von mir. Schönen Abend noch und haut rein. Viel Spaß noch.